Herr Präsident, meine Damen und Herren! Also, Herr Brüderle, ich habe Ihnen ja wie immer gern zugehört. Eins habe ich festgestellt, zum Inhalt sage ich mal besser nichts. Aber ich habe festgestellt, nur in unserer Altersgruppe kommt wirklich Leidenschaft hoch. Und das war deshalb so angenehm, Frau Bundeskanzlerin, weil Ihre Rede völlig leidenschaftslos war. Und das hing übrigens auch mit dem Inhalt zusammen. Das Problem beim G8-Gipfel besteht ja schon darin, dass Sie dort wesentliche Entscheidungen treffen wollen für die ganze Erde. Und ich frage mich immer, mit welcher Legitimation? Wer hat eigentlich 8 Regierungschefs und Präsidenten berufen, Entscheidungen für die ganze Erde zu treffen? Aber wir müssen uns auseinandersetzen. Die Grünen und auch die SPD hätten für den Krieg gestimmt. Cem Özdemir hat mir beharrt, aber fair ganz klar gesagt, er hätte im Sicherheitsrat mit Ja gestimmt. Nun frage ich Sie, die 5 Friedensforschungsinstitute Deutschlands haben jetzt ermittelt und ein Friedensgutachten 2011 vorgelegt und haben gesagt, es gibt eine unkalkulierbare Eskalation des Krieges. Sie fordern sofortige Verhandlungen ohne Vorbedingungen, um die Gewalt zu beenden. Und ich habe eine weitere Frage. Unschuldige Demonstranten hat die Regierung in Libyen erschossen. Viele. Aber das macht doch auch die Regierung in Syrien. Das macht auch die Regierung in Jemen. Das macht auch die Regierung in Bahrain. Warum kommen Sie eigentlich nur bei Libyen auf die Idee, Bomben zu werfen und bei den anderen Ländern nicht? Wenn angeblich Bomben den Demonstranten so helfen sollten, was ich ja zwar energisch bestreite, aber das scheint ja Ihre Auffassung zu sein. Cem Özdemir hat es ja klar gesagt. Er wäre immer für diesen Krieg gewesen. Wenn das also Ihre Auffassung ist, warum dann nicht bei den anderen Ländern? Und hier kommen mir doch üble Gedanken, muss ich Ihnen sagen. Und zwar der Gestalt, dass Libyen viel Öl hat. Syrien und Jemen hat kein Öl. Und im Bahrain ist ein strategisch wichtiger Militärstützpunkt der USA. Und daraus erklärt sich der unterschiedliche Herangehensweise an diese Länder. Und das ist höchst unglaubwürdig. Krieg darf nie das Mittel unserer Politik werden. Und in Bahrain übrigens sind saudi-arabische Truppen einmarschiert und schießen dort auf Demonstranten. Und ich habe auch noch eine Frage ans Fernsehen. Ich sehe Bilder aus Jemen, ich sehe Bilder aus Syrien, ich sehe viele Bilder aus Libyen, nie aus Bahrain. Warum eigentlich sollen unsere Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer nicht sehen und erfahren, was dort passiert? Ich sage Ihnen, wir brauchen eine andere Politik, auch in Bezug auf Nordafrika und in Bezug auf die arabische Welt. Die Unterstellung, die es früher immer gab, arabische Völker wollten keine Demokratie, ist jetzt widerlegt. Überall gibt es starke demokratische Bewegungen, die wir unterstützen müssen. Und ich sage noch etwas. Wer endlich Frieden im Nahen Osten will, muss die Zwei-Staaten-Lösung unterstützen. Wir brauchen einen lebensfähigen Staat Palästina und einen sicheren Staat Israel. Wer das eine oder das andere nicht will, will auch keinen Frieden im Nahen Osten. Und ich muss sagen, hier hat Herr Steinmeier völlig recht, Frau Bundeskanzlerin. Es geht nicht, dass Sie sich raushalten bei dieser Frage, wie Sie hier mal ganz leicht die Rede Obamas erwähnt haben. Nein, wir müssen sagen, ja, es ist richtig, der Staat Palästina muss in den Grenzen von 1967 gegründet werden. Und wenn es Gebietsaustausch gibt, dann muss das vereinbart werden zwischen Israel und Palästina. Und wer jetzt diesen Weg nicht gehen will, der schadet doch nicht nur den Palästinenserinnen und Palästinensern, der bringt auch den Israelis keinen Frieden. Deshalb brauchen wir für beide Völker diesen Weg. Thank you.